Wir haben uns heute den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, um eine Aufnahme zu starten. Aber für euch ist uns natürlich nichts zu schade und deshalb hoffen wir, dass ihr die nächsten, keine Ahnung, 30 Minuten mit uns dabei seid. Also bleibt dran. Servus, grüß euch und hallo zur 161. Zur 161 Grad heißen Episode. Ich bin der Sigi und das ist wieder mal der Tobi, der richtige Tobi. Servus. Boing, servus, grüß dich, hallo. Sehr zum Wohle. Zum Wohle. Was trinkst du da heute? Augustinerbräu. Ist das ein bayerisches Bier, oder? Bayerisches Bier aus München. Ja, aus Minna. Ausgezeichnet, Minna. Ein helles. Ja. Stimmst du dich schon ein aufs Oktoberfest? Oder der, ja. Das dürfen wir jetzt nicht laut sagen. Weil sonst werden wir da abgemahnt, Abnahme, wenn man das sagt. Ja, da habe ich jetzt vor einigen Tagen von Redbubble einen DMCA Takedown bekommen für zwei Designs, also Bierdesigns. Und die haben halt das Keyword Oktoberfest beinhaltet. Und ja. Dann hat man, dann denkt man sich, oh, genau, stimmt, da war ja vor einem Jahr irgendwas, dass sich die Stadt München das jetzt eintragen hat lassen. Und da sind einige Sachen eingetragen, also auch Wiesen, alle irgendwelche Dirndlsprüche, glaube ich, und. Also da muss man jetzt schon aufpassen. Meine persönliche Meinung, ich glaube kaum, dass die Stadt München da jetzt irgendwen abmahnen wird. Das werden sie nicht machen. Auch rein aus PR-mäßigen Dingen denke ich mir das nicht. Aber ich vermute mal, dass sie jetzt gerade jetzt, wo nun weiß ich nicht, wie lange ist es jetzt noch? 2 Monate, 1,5 Monate bis zum Oktoberfest ist, dass sie da jetzt noch ordentlich runternehmen lassen werden. Aber nicht die Hosen, sondern die ganzen Designs. Und ja, Redbubble ist da immer so ein guter Indikator. Wenn es bei Redbubble anfängt, dann geht es schon langsam über die anderen Plattformen. Die hat man da jetzt eigentlich wieder mal die Mühe gemacht und habe zumindest mittels Orbit-Kit aus allen Designs quasi Oktoberfest und Wiesen rausgenommen. Und auf Merch auch, falls du welche. Auf Merch bin ich noch dabei. Bei den wichtigsten habe ich es schon gemacht, aber beim Merch habe ich vorher mir gedacht, ich lösche jetzt mal die ganzen auto-uploaded Designs. Weißt du, das sind ja deutschsprachige Designs, die ja durch den Auto-Upload nur vor einem halben Jahr, wo ich das noch aufgedreht gehabt habe, auf alle Marktplätze verteilt. Was wird es mir jetzt bringen, das Wort Oktoberfest in Spanien rauszunehmen, wenn der Spruch dort sowieso nie verkauft wird? Dann lösche ich lieber jetzt einmal alle Designs quasi auf diesen Marktplätzen, die dort nichts verloren haben, ja. Und dann nehme ich das Keyword raus. Weil sonst triggere ich wieder irgendwie was. Ja, ist immer gefährlich. Ja. Und ja, das ist jetzt bei mir so ein bisschen so ein Prozess. Aber ich würde es jedem raten. Also ja, leider Gottes, ich habe das eigentlich anders in Erinnerung gehabt. Ich habe doch gedacht, eigentlich, dass Oktoberfest nicht durchgegangen ist beim Eintragen der Marke. Deswegen hat mich das gewundert. Ich habe auch dieses Redbubble Takedown E-Mail gekriegt und es steht tatsächlich drinnen, in response to past complaints from Landeshauptstadt München, who has claimed to be the owner of or licensee of bla 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 und dann halt ja. Oktoberfest Design ja, sehr ärgerlich, aber natürlich jetzt, ich habe jetzt auf Merch zum Beispiel noch nicht reagiert und hätte da jetzt was runtergelöscht. Nein, das Ding ist, weißt du, ich glaube auch, also du wirst jetzt keine Abmahnung kriegen oder irgendwie vom Merch aus so ordentlich wirklich einen Takedown, aber. Ich mag auch keine Takedowns kriegen, ja. Das ist ja das. Wenn das jetzt dann doch kommen würde, kann es sein, also um einen Account machen wir jetzt keine Sorgen, das jetzt nicht, aber ich habe doch vielleicht 2, 3 Designs, die gut gelaufen sind oder die halt hin und wieder mal ein bisschen Geld bringen. Und da möchte ich jetzt nicht, dass die aufgrund meiner Faulheit, die ja grundsätzlich besteht, ja, dass die aufgrund meiner Faulheit runtergenommen werden und dann eigentlich mir Geld verloren geht über die nächsten Jahre. Und wenn das T-Shirt auf das Keyword Oktoberfest irgendwann schon einmal quasi gezündet hat,
dann wird es dir nur immer im Backend sein. Und es sind ja jetzt vielleicht keine Designs, wo jetzt groß Oktoberfest steht, sondern wo nur in den Keywords oder im Listing, besser gesagt, das ist irgendein Saufleiberl, irgendein Design mit einem Bier, irgendein Bierspruch oder sowas. Und dann hast du halt natürlich Bierzelt, Oktoberfest und vielleicht, ja, Wiesn habe ich eigentlich nie genommen. Wiesn war ja immer schon eingetragen, ja, oder? Genau. Das war doch schon so, dass man sich das deswegen nicht getraut hat. Oktoberfest war immer pending. Ja. Und meiner Meinung nach ist es dann abgelehnt worden. Deswegen hat es mich jetzt gewundert. Ich habe es jetzt aber gescheiterweise nicht recherchiert. Ja, ich habe mir gedacht, dass es durchgegangen ist, aber dass irgendwie München gemeint hat, sie werden nichts machen, sondern sie wollten es nur eintragen, dass kein anderer tut. Irgendwie so habe ich das gemacht. Aber ja, was der, die, jetzt denken sie sich vielleicht die Stadt München, ja, okay, alles wird teurer, wir brauchen ein bisschen Geld und verkaufen wir selber unser. Das war die letzten zwei Jahren, war es ihnen egal, aber jetzt, wo es wieder das erste Mal Oktoberfest gibt. Ja, man wird sehen, was sich tut. Ich werde es vielleicht doch auch rausnehmen. Ich werde mal schauen, wie viele. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe doch auch ein paar Seller, wo ich weiß, dass ich es drinnen habe, die sich doch regelmäßig verkaufen. Und da sollte man halt was tun, ja. Ja. Naja, was hat sich sonst getan? Ich war jetzt eine Woche nicht da. Du hast letzte Woche schon wieder einen anderen Gast gehabt. Nein, ich war zwei Wochen nicht da. Du warst nicht da? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ne, letzte Woche war ich sogar da. Da hast du dann abgesagt am Mittwoch. Ja. Und am Donnerstag war ich schon wieder weg. Und dann hast du mit dem Paddy gleich doch eine Folge aufgenommen. Ja, das war genau, das war eher spontan und dann. Da habe ich dann schon gedacht, du magst scheinbar mit mir einfach nicht mehr aufnehmen. Und war ich habe das so traurig durch die Blume jetzt quasi mitgeteilt. Genau, so am Mittwoch, na, geht nicht, oh, ich habe so Handy-WW, weil ich tätowieren war. Und dann am Donnerstag so ganz frisch und munter, nimm deine Folge auf. So sind am Freitag habe ich es aufgenommen, oder? Achso, dann war es am Freitag, na gut, da bin ich schon, war ich in der Steiermark wieder mal, mit der Family aus Holland. Aber davor wollte ich noch erzählen, ich war ja davor auf der Hochzeit meines besten Freundes. Ja, was, das bin gar nicht ich? ja, wo ich auch Trauzeuge war und das war in Bulgarien das Ganze, das war eine ziemlich aufregende Geschichte und das natürlich das Schlimmste für mich war in den Wochen davor, dass ich gewusst habe, ich sollte dann auch eine Best Man Speech halten, also eine Rede vor gesamter Mannschaft, also weiß nicht, 120 Gäste, wo ich die wahrscheinlich die Hälfte davon noch nie gesehen habe und die auch natürlich kein Deutsch können. Müssen nicht, aber ich habe es dann freiwilligerweise auf Englisch gehalten, weil ich mir dachte, wenn da jetzt noch ein Dolmetscher dazwischen auch noch übersetzt wird. Oh mein Gott, auf Bulgarisch, dann bin ich noch mehr abgelenkt. Und das war ja tolle Herausforderung und im Endeffekt hat es dann gut geklappt, aber ich war urnervös die letzten Wochen eigentlich und das hat mich richtig genervt. Weil ich immer, weißt du, das ist so diese Hürde, die vor dir steht und du musst irgendwie drüber und ständig hast du es im Hinterkopf, dass du doch eigentlich jetzt was schreiben solltest, was vorbereiten solltest und wie wird das werden und dann das auch noch auf Englisch vortragen. Ja. Ja, aber ich muss echt sagen, diese ganze Podcast-Geschichte ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, weißt du, du bist in der Öffentlichkeit, du sprichst, wir haben jetzt auch schon immerhin schon zweimal, glaube ich, auch auf Englisch so einen Podcast oder eine Episode gemacht, ein Interview. Es ist ein gutes Training gewesen und so hat es dann eigentlich gut funktioniert. Und es ist immer wieder toll, wenn man ein bisschen über seinen Schatten springen kann und im Nachhinein dann das Gewicht von einem abfällt und man dann sagt, ja, jetzt kann ich dann doch den Sommer genießen. Und habe jetzt nichts in unmittelbarer Zukunft in der gleichen Größenordnung. Das ist angenehm. Also aber so schlecht kannst du nicht sein, denn er ist noch immer dein bester Freund. Oder du selber. Ja, sie waren sehr zufrieden. Das Brautpaar hat sehr gefallen und waren sehr gerührt und ich habe gutes Feedback bekommen. Okay. Ja, so ist das. Ja. Bei mir ist dann nächstes Jahr bin ich für meinen besten Freund der Trauzeuge. Nächstes Jahr im August. Ah ja, aber das dauert noch. Ist mehr als ein Jahr davor immerhin. Das ist schon arg, oder? Da werde ich dann noch älter und weiser. und dann fällt es mir noch leichter. Ja, vielleicht nehme ich mir dann einfach deine Rede und formuliere sie. Ja, da kannst du jetzt ein Jahr lang an deiner Rede schmieden. Genau.
Weil ja so, das war lustig. So, ich habe dann, glaube ich, 3 Tage oder so davor begonnen, mal wirklich was zu schreiben. Und habe halt dann so gesucht auf Google, so irgendwie so eine Anleitung. Ja, wie beginnt man, sich eine Rede zu überlegen? Und da ist gleich geschrieben, am besten beginnen Sie, ich weiß nicht, 4 Monate davor. Und ich so, scheiße, es sind 3 Tagen. Ist das, ist keine Tobias-Anleitung. Ja. Aber es hat trotzdem geklappt. Also ich kann dir nur raten, beginn am besten jetzt. Nein, mache ich nicht. Das mache ich dann nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht. Du hast ja noch Zeit. Genau, vorher muss man da mal den Junggesellenabschied überleben und da was organisieren, weil das bleibt ja auch am Trauzeugen hängen, oder? Mhm. Ja, und mal schauen. Habe ich auch hinter mich gebracht. Schauen wir mal, wie exklusiv der Junggesellenabschied wird. Es kommt jetzt darauf an, wie Merch sich die nächsten 12 Monate entwickelt. Ob du dann ein Polter-Shirt hast, ob du dann ein Junggesellenabschied-T-Shirt ihm schenkst oder nicht. Nein, ob das dann irgendwie nur so in einem billigen Lokal sein wird oder ob ich ihm was super Tolles quasi vorführen kann. Ja, aber da zahlt doch eh die ganze Gesellschaft miteinander. Du kannst zusammenlegen. Ja, genau. Musst nicht du mal alles übernehmen. Schauen wir mal, wie es wird. Gut, was ist noch die letzten Tage so passiert? Ja, ich habe mich mal wieder mit meinen Ads beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, ja, es wäre jetzt doch wieder mal an der Zeit, da reinzuschauen. Also ich bin grundsätzlich, sage jetzt mal, bin ich zufrieden, so wie meine Ads laufen. USA läuft ganz gut, ist der der allgemeine Akkus ist unter 20. Deutschland bin ich nicht sehr zufrieden. UK geht auch, Frankreich geht auch und Italien und Spanien habe ich abgeschalten wieder und Italien, ja, muss ich noch ein bisschen testen. Jedenfalls habe ich mir das jetzt einmal ein bisschen näher angesehen und ich habe einfach gemerkt, was genauso wie beim Upload an sich oder bei den Designs, die online sind, mein größtes Problem bei den Werbekampagnen ist einfach die emotionale Bindung zu meinen Designs. Mhm. Ich weiß nicht warum. Also ich lasse gewisse Sachen einfach immer zu lange aufgedreht, also die Kampagnen angeschalten, nicht pausieren, weil ich mir denke, das Design ist aber so toll, das muss sich ja verkaufen. Und da muss man einfach wirklich emotionslos an die Sache rangehen und sagen und sich wirklich eine Liste machen an Sachen, eine Checkliste machen an Sachen, die man dann auch einhaltet. So wie wenn, keine Ahnung, Asin XY hat schon 10 Euro verbraucht in den letzten 30 Tagen, weg damit. Egal wie schön das Design ist, hat ein Keyword schon, weiß ich nicht, 20 Klicks gemacht und keinen Sale, weg mit dem Keyword. Hat, keine Ahnung, irgendwie All-Time gesehen von deinen ganzen Ads, etwas nur Geld gebraucht und sei es nur 5 Euro und hat sich aber noch nie verkauft, weg damit. Das Positive daran ist nämlich das, man schränkt dann seine ganzen Ads ja auch eher auf Sachen ein, die, sagen wir mal unter Anführungsstrichen, funktionieren und dadurch kann man auch die Biddings und die Placements Prozente etc., was es da gibt, also dieses First Page und Product Page Sachen, einfach viel besser einordnen, ja, und auch steuern. Weil wenn du immer einen Haufen, weil wir haben halt einmal sehr viele Produkte und sehr viele Designs, immer wenn du viele Sachen drinnen hast und auch wenn dann einige drin sind, die nur 1 Euro verbraucht haben, ja, aber wenn das 500 sind, dann im Gesamten gesehen verwascht es einfach deine Statistik und dann kannst du das und da muss ich einfach konsequenter werden. Und das habe ich jetzt wieder mal gemacht. Es ist gar nicht so leicht, aber man muss ja dann immer einfach selbst irgendwie im Kopf denken, hey, ich bin da, um Geld zu verdienen. Also muss das, was ich mache, sich auch rentieren. Das, was ich mache, muss Geld, also Gewinn abwerfen. Also darf ich da nicht jetzt, da warten wir noch 5 Euro lang, bis da vielleicht kommt ja dann ein Klick. Ja, und dann hast du genau eine Order drauf,
und hast aber einen 50er Akkus oder einen 60er Akkus, weil du vorher schon, du musst die vorigen 10 Euro ja auch wieder mal reinholen. Ja, also es ist gar nicht so einfach. Und ja, ich weiß nicht, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr, ob ihr auch da solche Probleme habt. Ich denke mal eher Leute, die selber designen, vielleicht noch mehr als Leute, die von Anfang an das VAs und Designern abgegeben haben und keine emotionale Bindung zu ihren Designs haben. Ja? Die vielleicht auch das komplette Business nur als Einnahmenquelle sehen für, was nicht, für einen ETF-Sparplan, für Krypto oder sonst irgendwas. Für die ist das viel einfacher, weil die sehen das wirklich nüchtern nur als Einnahmequelle und da muss das einfach passen. Für uns, ich denke mal bei dir genauso, ist das doch irgendwie so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Ja, es beginnt ja bei der Idee und wenn es dann eben, auch genau, wenn es nur deine Idee war und von mir aus ein Designer hat es umgesetzt und du glaubst dann, hey, das ist toll, dann ist ja genau dasselbe. Wenn du es natürlich dann auch noch selber designt hast und dann bist du vollkommen überzeugt und dann kauft es trotzdem niemand, das kann sehr deprimierend sein. Ja? Ja. Und dann natürlich bei der Werbung kann man schnell viel Geld rausballern. Und unnötig. Das Ganze unnötig, ja, weiß man eben nicht so recht, aber dann, ja, das Ganze zu optimieren, ist dann wieder halt ein Zeitfresser. Und, ja, aber wichtig, ja, das finde ich ja, schon. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich, das habe ich jetzt die letzten Wochen schon öfter gesagt, ich wäre fast schon ein wenig froh, wenn meine Slots voll wären und ich gar nichts mehr hochladen kann, weil dann der Kopf quasi frei ist und ich sage, ja, okay, was mache ich jetzt? Ja, dann kümmert die mich heute halt mal um die Werbung und versuche diese zu optimieren, weil ich denke mal, sagen wir jetzt mal 40.000 ist und seine Slots alle voll hat und sich dann auf die Werbung fokussiert, nur mehr auf das und wirklich sagt, so, jetzt stelle ich das ja, ordentlich auf. 40.000 ist ja sehr viel. Ja, und ich denke, dass man da dann noch viel rausholen kann. Weil jetzt ist es halt immer so ein Ding, auf der einen Seite, du willst hochladen, du musst Recherche machen, dann sollst du dich um die Werbung kümmern, dann schaust du aber nur, weiß nicht, so halbherzig drüber und denkst, ja, es passt schon, ja, was, 23 Akkus, ja, okay, für das, jetzt passt schon, ja. Und dann hast du aber immer wieder so Tage dabei wie Prime Daily, wo du das Ganze wieder zerhaut und ja. Und eigentlich kannst du mit der Werbung so viele Sachen machen, das ist nicht nur immer alle Asens in eine Kampagne rein und dann wird das schon irgendwie laufen, sondern da gibt es auch Mittel und Wege, um wirklich dann Produkte, wo du schon weißt, das verkauft sich, das vielleicht auch schon, weiß nicht, 10, 20 Reviews drauf hat, dann kannst du da schon noch ordentlich was rausholen, weil du weißt, das verkauft sich und dann noch gezielt Werbung draufschalten mit manuellen Keywords, mit was weiß ich noch was alles. Also da würde schon noch einiges gehen. Und das wäre natürlich toll, wenn ich mich da mehr darum kümmern würde. Ja, es macht vielleicht auch wirklich Sinn, dann gerade sich einmal seine guten Seller anzuschauen und dann halt nur dafür die Werbung zu optimieren, oder? Weil dass du jetzt für alle deine Sachen, wenn du diese Massenkampagnen und so, das alles probierst zu optimieren, das ist dann eben ein Endlosspiel. Aber dann vielleicht einmal nur für die Sachen, wo du schon weißt, die verkaufen sich und das dann halt probierst zu optimieren oder noch einmal drüber schauen. Ja. Ich glaube halt, es ist einfach, es wundert mich nicht, dass es Vollzeitangestellte gibt, die sich in Firmen um Werbung kümmern, ja, um Facebook-Ads oder halt um Amazon-Ads und so. Ja, das ist einfach wirklich viel Arbeit, wenn man es gut machen will, glaube ich. Und die diversen Tools, glaube ich, können das halt auch noch nicht jetzt ganz abnehmen, obwohl es da ja schon wirklich gute Sachen gibt, dass sie viel abnehmen oder man kann halt, wenn man es, aber dann muss man wieder das Tool bedienen können. Ne? Ja. Und das ist halt auch wieder eine Zeitfrage. Ja, Amazon, im Endeffekt verdient Amazon immer und wir können halt ein bisschen unsere Sachen pushen und wenn man es gut macht, verdient man mehr damit. Für Amazon ist das eine Wahnsinns-Einnahmequelle. Ist irre, ja. Ja, also das darf man auf keinen Fall vergessen. Es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie so karitative Organisation sind und sagen, hey, wir haben für euch eine Werbeplattform, damit ihr besser verkauft. Ihr also, könnt jetzt Werbung schalten und im Endeffekt freuen sie sich über jeden Klick. Ja, so ist es. Gut. Ja, aber es ist so, ja, also ich meine, es ist berechtigt. Das ist, kaufen halt alle Leute bei Amazon, deswegen können sie sich das teuer
bezahlen lassen, jeden einzelnen Klick. Ja. Und was habe ich mich noch gekümmert? Ja, ich habe wieder mal bei meinem Etsy-Grafik-Shop, also wo ich nur PNGs quasi hochlade, habe ich auch wieder mal was gemacht. Das habe ich jetzt auch mehrere Wochen links liegen lassen und es macht dann auch wieder Spaß, hey, ja, weil trotzdem der eine oder andere Sale kommt rein und man freut sich dann doch wieder und ja, weiß nicht, es ist was anderes und du freust dich halt, wenn du dann auch wieder Mitteilungen bekommst von Leuten oder Reviews und da habe ich dann schon auch eine Freude, sag jetzt einmal, wenn dann irgendwas funktioniert. Und ja. Und du kannst ja mit deinen Käufern quasi interagieren. Das heißt, du schreibst dann auch ab und zu mal mit ihnen und kriegst dein Feedback und kannst sie dann um ein Review bitten. Und das macht ja auch Spaß, solange du halt jetzt. Ja, das mache ich eigentlich eher weniger, weil ich mir denke, das ist oft. Das mache ich vielleicht, wenn mir danach jemand schreibt und sagt. Oder wenn dich jemand gefragt hat, irgendwas. Und dann ja, genau, dann schon. Aber ich tue jetzt nicht jeden Käufer von mir anschreiben und um eine Review bitten, weil ich habe dann schon einmal das Problem gehabt beim anderen Shop von mir. Das habe ich am Anfang gemacht und dann hat mir der aus lauter Frust einfach eine Sterne-Bewertung reingehauen. Mhm. Weil ich halt am Sack gegangen bin. Ja. Und das möchte ich halt nicht mehr. Ich habe sogar geschafft, dass ich dieses Monat mit diesem Grafikshop quasi Starseller bin. Und ja, das macht halt schon Spaß. Spüren wir da noch was? War eh schon öfters mal Thema, ob man es spürt oder nicht. Weiß gar nicht. Immer nichts. Gar nicht. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht so, wie wenn ich mit dem Shop wirklich was verdienen würde, weil du musst die Werbung, gerade jetzt am Anfang, weißt du, was habe ich denn dort jetzt 120, 130 Verkäufe und da freut man sich halt. Dann habe ich die Review und ja, du musst halt Werbung schalten, damit du allgemein am Marktplatz mehr quasi gesehen wirst. Und ja, unterm Strich gehe ich mit plus minus null raus. Ich habe zwar jetzt die letzten 2-3 Monate ein bisschen ein Plus gehabt, das aber so im kleinen zweistelligen Bereich war. Ja. Das freut einen, aber ja, es ist nicht das, wo man sagt, ach, eigentlich sollte mehr drüber gehen. Aber es ist halt schön, wenn dann Leute bei der Review reinposten, ein Foto, wo sie das dann selbst daheim auf ein T-Shirt gedruckt haben. Mit so einem, wie heißt das? Schon witzig. Mit so einem Plotter oder was Plotter, die da immer machen. Sowas, so. Ja. Also, und die freuen sich dann. Das ist jetzt schon klasse. Ja, lustig. Also ja, ich vermisse, es wäre ja schon cool, solche eigenen Shops zu haben, die dann auch funktionieren. Ja, genau. Also ich habe erst viele Shops, aber ja, man muss sie halt erst zum Funktionieren bringen. Ne? Ja. Ist das bei Merch halt oder bei Amazon doch einfacher, weil man einfach hochballert und dann kommen die Sales. Und ihr habt ja ziemlich gerantet letzte Woche über den Prime Day. Ja, und ich weiß, hast du angehört? Ich habe mir die Hälfte circa angehört. Ich habe echt jetzt wenig Zeit gehabt. Ja. Aber ich wollte noch, vielleicht habt ihr dann auch drüber gesprochen, über was da eigentlich verkauft wurde von Amazon. Diese Zahlen sind nämlich irre. Also dieses Jahr haben sie 100.000 Produkte pro Minute verkauft am Prime Day. Ja, was, weltweit oder? Weltweit insgesamt pro Minute 100.000 Produkte. Und das ist halt schon eine irre Zahl, wenn man denkt, oder? 50 Millionen Produkte mehr als 2021 an einem Tag. Und Wahnsinn. Das ist verrückt, oder? ja, also für Amazon hat es ziemlich ganz schön gemacht. Für uns alle vielleicht nicht so viel, wie wir uns erhofft haben. Und wenn es Kaching gemacht hat, waren es halt Sales und es ist wenig übergeblieben. Halt traurig. Ja, man wird sehen. Insgesamt gesehen ist das halt eine Werbeaktion von Amazon für diese Prime-Account und so gesehen. Gibt's und für die jetzt, Plattform an sich eigentlich auch. Gibt es jetzt wieder viel mehr Prime-Kunden, die dann sich gratis unsere T-Shirts zuschicken lassen können, also gratis Versandkosten. So gesehen muss man es halt so sehen, dass es halt sich da dadurch vielleicht wieder mehr Sales in Zukunft gibt. Man darf halt auch nicht unterschätzen, du hast halt bei Prime halt dann auch Prime Video oder bei Prime Music
weiß ich nicht, was hast du, Twitch Gaming, glaube ich, irgendwelche Gaming. Ja, ich weiß gar nicht, was da alles dabei ist. Und ja, ich meine, auch wenn jetzt Prime Video nicht die beste Streaming-Plattform ist, aber sie haben doch die eine oder andere. Gibt's schon ganz coole Sachen. Richtig tolle Serie. Also, falls jemand auf Anti-Superhelden-Serien steht, kann ich The Boys nur empfehlen. Es ist für mich die beste Superhelden-Serie, die es gibt. Okay. The Boys ist richtig gut, ja. Und sonst, ja, es ist halt mit inbegriffen. Weißt, also es tut mir nicht weh, wenn dort jetzt keine ordentlichen Serien rauskommen oder nicht so viel, dann tut mir das nicht weh. Weil es ist sowieso dabei bei Prime und Prime hätte ich sowieso. Ja, eben, und das macht man dann sehr häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man dann wieder zusätzlich sonst sich ja ein Netflix-Abo nehmen müsste oder ein Spotify-Abo und sie haben halt ein cooles Paket geschnürt. Ja. Und diese Gratislieferung, dadurch bestellt man halt dann noch mehr bei Amazon, ist noch mehr gebunden. Ja. Gratis Rückversand leider auch, deswegen haben wir so viele Retouren. Aber so ist auch jetzt. So, kann man nicht ändern. Und insgesamt gesehen geht was weiter, oder? Ich meine, ich bin jetzt gerade zufrieden. Es könnte immer besser sein, aber man muss zufrieden sein. Ich befürchte halt, dass Q4 dieses Jahr nicht so berauschend wird. Ja, ich weiß nicht. Wegen der gesamten Wirtschaftssituation, ja, Inflation, genau. Niemand hat mehr Geld. Ja, genau. Also da, mir schwant Böses. Ja, kann eh gut sein. Aber wir werden sehen. Wer weiß, vielleicht kommt der Messias runter und sagt so, bitte Leute, ich gebe jedem 100.000 Euro, dass du bei Amazon einkaufen könnt, T-Shirts. Nein, man braucht nur einfach ein, zwei gute Seller und das erledigt sich von selbst wahrscheinlich sowieso. Trotzdem. Ja. Sowieso, das auf jeden Fall. Aber die große Masse an schlechten Designs wird halt sich nicht verkaufen. Ja. Ne? Gut, hast du noch irgendein Thema? Oder nein, eigentlich nicht. Ja, heiß ist es, wir müssen ins Schwimmbecken. Ja, mein größter Fan steht da hinten. Ja. Ah ja, das sehe ich ihn. Ja. Ist, meiner steht da auch, aber den sieht man leider nicht. Ist wieder von meiner Lieblingsmarke Xiaomi. Das ist so quasi das chinesische Apple. Der ist so leise, den hört man gar nicht. Auf Stufe 1, den hörst du wirklich gar nicht. Und das ist, finde ich, total angenehm. Weil da kommst du damit sagen, meinen hört man die ganze Zeit. Ich sei mal froh, dass meine größte Fanin nicht da ist. Dein Kind meinst? Mein Kind, die schreit dann nämlich die ganze Zeit. Aber die ist jetzt schon, die ist im Garten. Okay. Und da wirst du jetzt da wahrscheinlich auch hingehen. Ja, mal schauen, ob ich mich noch raustraue bei den Temperaturen. Ja. Gut, dann wünschen wir euch noch, das ist das Ende. Also, das wünschen wir euch nicht, sondern das ist das Ende des Podcasts. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche. Also dann, ciao. Tschüss.